vorbei mit deinem Scheißhaufen. Mach das als Intro. Wo ist deine Lampenmaske? Fort? Fort? Heute brauchen wir keine Lampenmaske. Diesmal mal richtig eingeladen, zwei Bikes und zweimal volles Bike-Setup, Training-Setup. Ja, müssen wir erst wieder alles ausräumen hier. Jetzt noch das geile Twin-Lock-System. So, und los geht's. Alter, das war's schon. Tada! Absolute Highlight, was wir uns neu gegönnt haben. Geht erstmal aufmachen. Sekunde. So, erstmal nach vorne. So rum. Hey. Was ist das? Okay. So lässt sich's aushalten. Ich kann fast die Augen nicht aufmachen, weil so die Sonne hier brennt. Sonne blendet. Sofa. Aber Sofa ist gut. Läuft. Wir sind wieder on Tour. Dieses Mal ist der Kevin dabei. Guten Tag. Wir sind in Italien, in Ortobiano. Ich musste mir gerade eine Sonnenbrille holen, weil es einfach so sonnig ist. Und wir hier von so einem geilen Klappsofa chillen. Gerade ein bisschen die Bikes geshootet haben, ein paar Fotos und ein paar Videos gemacht. Und ja, jetzt sind schon wieder eine Stunde vorbei. Und jetzt Mittagessen und dann geht's auf die Strecke. Ich denke, heute wird es auf jeden Fall richtig lustig.
2 Tage Ottobiano sind vorbei. Ja, war nicht ganz einfach. Die Strecke ist echt mega zerbombt. Ich habe keine Ahnung, wann die das letzte Mal geschoben haben. Aber ja, ich bin ja nicht wirklich oft gefahren. Und wenn dann das ein oder andere Mal auf dem Hartboden, von dem her direkt hier internationale Strecke mega zerbombt. War auf jeden Fall eine gute Herausforderung. Ich bin jetzt nach den 2 Tagen richtig fertig. Aber ja, ich denke, war ein geiles Training. Und ja, die anderen, wo mit auf der Strecke waren, die anderen 20 Mann, waren auch ganz schön motiviert. Haben ja zum Teil ein bisschen eckig die ganzen Kurven gefahren, weil unten drunter ist es hier irgendwie jetzt seit ein paar Jahren ein bisschen härter. Und dann ist oben drauf zwar schöner Sand, aber der schiebt sich immer weg. Dann sind die Spuren nicht so lang rund und es ist nicht so geil zum Fahren, vor allem mit meinem runden Fahrstil. Ja, ist jede Kurve quasi ein bisschen scheiße. Naja, jetzt lad mal ein. Wetter war gestern ein bisschen besser. Heute war ein bisschen bewölkt, aber naja, trotzdem einigermaßen warm. Deutlich besser als in Deutschland. Und von dem her geile 2 Tage. So, wir fahren jetzt wieder heim und laden ein. Ciao. What the fuck? Alter. Ganz nett. Ja. Schalten geht beim Tourmotor auf jeden Fall nicht. Eine weitere Woche und wir sind wieder on the road, nochmal nach Italien. Denn in Deutschland ist gerade nicht so geiles Wetter. Wir fahren gerade über den Fernpass und ja, Deutschland hat es mal wieder geregnet. Heute zwar nicht, aber die letzten Tage, deswegen ist alles abgesoffen. Und aus dem Grund bleibt uns nur die Möglichkeit, nach Italien zu fliehen. Meine Freundin ist leider gerade nicht ganz so fit die letzten Wochen und deswegen ja, war es ein bisschen schwer, die Trainingseinheiten trotzdem hinzubekommen, weil die normalerweise immer dabei ist. Deswegen war jetzt letzte Woche der Kevin dabei und diese Woche hat sich extra mein Bruder freigenommen, der normalerweise nicht so viel mit Motocross zu tun hat, aber jetzt ist er auch mal wieder in Italien auf der Motocross-Strecke und da freue ich mich natürlich. Ja, und wir sind in Mantova. Diese Woche mit dem kleinen Setup. Ja, gefühlt ist unser Klappsofa schon größer als der Caddy. Aber das Bike geht diagonal hinten rein. Ansonsten links und rechts die Räder an der Wand. Passt alles rein. Was will man mehr? Sonne pur, bestes Wetter. Blauer Himmel und ja, Strecke ist schon ganz schön trocken, habe ich gerade gesehen, aber ein bisschen kaputt gefahren, von dem her schauen wir mal, wie das Training heute wird. Yeah.
Tage nochmal Training in Italien sind vorbei. Bei besten Bedingungen war fast ein bisschen arg trocken. Hier in Deutschland sauft alles ab. Ich habe gerade von meiner Heimstrecke noch ein paar Bilder bekommen. Wir hatten eigentlich geplant, eine Woche aufzumachen, aber es ist komplett Baggersee, Swimmingpool, alles zwischen Sprüngen und so weiter. Von dem her haben wir es hier gut getroffen. Haben heute sogar zweimal gewässert, also gestern Abend gewässert und heute in der Mittagspause nochmal. Von dem her, fast ein Ticken zu trocken. Es fahren sich nicht viele Rillen rein. Meistens schiebt sich der Sand außen. Aber trotzdem ist hier Mantua, keine Ahnung, wann sie das letzte Mal geschoben haben, ziemlich zerbombt. Und von dem her, perfekte Vorbereitung. Gestern habe ich ein paar Sektionen gemacht und nur zwei Turns. Heute zweimal 20 Minuten, einmal 30 Minuten und zwei Runden. Dafür, dass ich noch nicht viel gefahren bin. Auf dem Stundenzähler stehen jetzt 12 Stunden. Von dem her bin ich noch nicht wirklich ganz fit und die 30 Minuten gerade haben richtig reingehauen. Aber trotzdem habe ich mich gut gefühlt und habe mein Speed gut durchziehen können. Gut, jetzt packen wir da alles zusammen. Zwei erfolgreiche Tage in Italien. Jetzt geht's wieder ab nach Hause. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.